Das Klimazelt wird 5 Jahre alt. Alle kriegen Geschenke. Und das feiern wir! Let's go, guys! Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Heute ist das Klimazelt 5 Jahre alt geworden. Wir haben heute ganz viel Programm vorbereitet. Wilden Scheiß, die letzten Wochen und Monate gab es hier richtig krasse Vorbereitungen. Das wollen wir heute ein bisschen mit euch machen. Vielen Dank an der Stelle an Tom. Das hier alles ist dadurch möglich geworden, dass es all diese Truppen gibt, euch alle. Wir haben heute Geschenke für alle unsere Leute vorbereitet, vor allen Dingen für unser internes Team so. Und bevor wir jetzt gleich losstarten, haben wir jetzt noch eine Person, die auch einen Wunsch geäußert hat. Das ist Brian. Er hat gesagt, er möchte eigentlich im Hanflabyrinth einfach mit einer Paintball-Knarre auf Leute schießen. Und das glaube ich dir nicht. Und ich weiß ja, was du magst. Und das sind Kameras. Um dein Inneres mehr rauszukehren und mehr du zu sein, haben wir so eine Kamera besorgt, die du jetzt runterschlucken kannst. Und die filmt dann deinen Magen-Darm-Trakt. Und dann können wir während den ganzen Tag können wir immer wieder in dich reinschauen. Ernsthaft? Und das Geile ist, die leuchtet halt von innen und die beleuchtet so richtig bis zum Arschloch alles. Gut, dann geht die Reise mal los, ne? Ja! Ist das geil, oder? Man sieht mal meinen Sack und so. Ja, man sieht nur den Darm und alles. Ist das nicht geil? Ja. Nimmst du einmal die Karotte, bitte? Immer diese Mikros, die total eklig sind. Ja, der abgesehen. Steffen. Wie du weißt, hat das Klimazelt bald Geburtstag. Und es ist ein Tag, wo wir feiern und wir uns alle etwas wünschen können, weil wir ja quasi alle Geburtstag haben. Was hättest du denn gerne zum Klimazelt Geburtstag? Jetzt so aus dem Stegreif. Sind das meine Socken? Ein Thermomix? Finde ich geil. Und ich wollte schon immer mal vor vielen Leuten auf einer großen Bühne Nasenflöte spielen. Let's go, guys! Ich heiße nicht nur Hannes Petersen, sondern euch herzlich willkommen zur besten Show this year. Hannes! Wie das so alles gibt! Grundeinstellung. Ja. Guck mal. This is my stage. Wie viel hat der Intus? Ordentlich? Ja. Och, der ist tierisch aufgeregt, der kackt sich gleich ein. Ha! Hallo Pangea! Abgebaut! Ich bin bald aus dem Klimazland und Hannes hat sich was gewünscht! Alright guys, this is your show. This is for you, not for me. Feiert Hannes Petersen! So schön hier, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie es noch besser werden kann eigentlich. So eine Woche Urlaub wäre schön. Guck dir doch mal das Wetter an. Was ist denn das für ein Sommer? Also wirklich. Ja, da können wir nichts für. Ja. Hi Basti. Du, wegen morgen. Du müsstest um 9.30 Uhr bereitstehen. Badehose, Reisepass und Handtuch. Okay. Das wird super. Hallo. Du willst mir jetzt nicht ganz auf die Augen verbinden, oder? Hier ist meine Strandtasche. Ich habe meine Strandtasche mitgebracht. Die nehme ich dir gleich ab. Sehr gut.
Okay. Ist okay für dich, wenn ich hier so ein bisschen reingucke? Ja, guck da mal rein. Ist das ein Borat? Was ist das? Das ist mein Borat-Anzug, ja. Das ist so billig, ey. Das ist so billig, ey. Morgen. Morgen. Hier haben wir unseren Urlaubskandidaten. Oh, du hast aber eine schöne Ecke bekommen. Kalberinja. Alter. Macht's gut, ne? Schönen Urlaub. Ja. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Viel Spaß. Was hättest du gern? Vielleicht einen eigenen Parkplatz für deinen Bus oder? Oder mal so einen richtigen Hollywood-Star treffen. Meinst du treffen? Mhm. Ja, das wäre echt klasse. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Nickel weiß von nichts. Nickel, du hast dir doch gewünscht, mal jemanden richtigen Star zu treffen, ne? Ja, moin. Mach was draus, Junge. Hey, du mein Gell? Gut, gut. Gut, gut. Man, it's crazy here. How are you doing? Good. What you working on? Holz, ne? What's that? Holz. Holz? Wood. Oh, das ist so unangenehm. Ja. Der Arme, ey. Hoppa. You did this? No, no. Oh. Oh, hier ist mein Holz, hier schneide ich immer zu. Ich bin der Nickel aus den Videos. Did you do this here? No. Oh. Wollt ihr in den ganzen Tag im Zuschnitt abhängen oder was? It's good. Cool. Hoppa. Woo! You riding? Yeah, I can. Again. Woo! Hey, yo, y'all good? Come on. Is this it? Is our speed? Oh, yeah. Crazy. Yeah, this is some big ass cows. Beautiful, right? Y'all good? Schön. Ah, so we done play some ball, ride on a digger, play some golf, mm-hmm. Rode a moped, ate some cake. Man, this is the life. So, this is a good life. War der echte jetzt, ne? Was? Man, dann. Der echte aus Amerika. Hallo. Hallo Finn. Hallo. Wir sind gerade dabei, alle anzurufen, was die sich für die große Geburtstagssause wünschen. Also momentan habe ich das Problem, dass ich 15 Zoll Felgen auf meinen 13 Zoll Libero raufmachen will. Ich wünsche mir TÜV. Okay, schreibe ich auf. Dann wünsche ich mir eine Tigersäge, ich wünsche mir ein E-Jetski, ein paar Schafe, die auf dem Hof leben. Ich wünsche mir, dass ihr eure Kaffeetassen immer einsammelt, wenn ihr draußen wart. Und wir brauchen irgendwas, was so groß ist, dass man überall rüberfahren kann. Ich wünsche mir sowas wie, ich wünsche mir eigentlich einen Monster Truck, ehrlich gesagt. Monster Truck! Wir brauchen richtig viel Platz für den scheiß Reifen, ey. Sag mal, ist das jetzt Hochzeit? Du? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Hochzeit! Stopp! Stopp! Ach du Scheiße, Alter. Oh, das wird gut. Ey! Guck, was ich gefunden habe. Nein, Finn. Nur eine Idee, lass mal irgendwann ganz kurz einmal an. Eine Regel im Leben besagt ja was? Mach doch einfach. Wenn du sitzen kannst, dann sitz. Nein, größer ist immer besser. Das sieht voll geil aus. Das sieht affig aus. Alter, das sieht aus wie eine Turbine, ey.
Wir machen uns den Arsch zu, dann kommt der Lack drauf und dann sehen wir uns beim großen Showdown! Out of the world. I'll take the brain to another dimension. Hey Mutti! Guten Morgen! Guten Morgen! Komm kurz, kannst du kurz? Wir haben ein ganz besonderes Geschenk für dich. So, vergiss das Messer und den Löffel nicht. So, stopp! Achso! Augen zu, ich hab fast mit dem Messer in mich reingelaufen. Also, jetzt kommt die Überraschung. Ja? Halt dein Werkzeug hoch. Das Messer richtig in die Hand. Also, hochlaufen. Und jetzt, warte, jetzt stich mal dem Messer so vor. Als wenn du so eine Piñata jagen willst. Mach's mal. Mach's mal. So, also du sagst. Deine Mutter nicht verarschen. Nein, ich verarsche dich nicht. Sondern wir haben für dich, weil du in meinen Augen die am härtesten arbeitende Person bist seit 32 Jahren. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Haben wir für dich einen Rückzugsort erschaffen, der nur dir gehört. Oh! Augen auf. Oh! Antjes Klimansland. Oh, ist das schön! Oh, kann man den noch klappen? Oh, vorsichtig. Nein, nicht so. Dass du dich weiter zurücklehnen kannst. Nein. So. Ich kann dir hier irgendwen hinstellen. Wir haben so, jemand wie Brian oder so macht eh eigentlich relativ wenig. Oh, das ist ein richtig schöner Stuhl. Oder? Ja. Vielen Dank und schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Kann ich mal kurz? Setz dich doch mal. Nee. Ich zieh mir nur den Fokus, ey. Ja, eine Sache, aber die ist ein bisschen utopisch. Ich würde mir wünschen, dass wir hier einen Skatepark bekommen. Aber. Kannst vergessen. Ja, ein Skatepark wäre
Gut. Aber nur, wenn ihr dann Flüsterrollen euch draufzieht. Flüsterrollen? Das nervt nämlich. Ja, in jeder Mittagspause klappern die da rum. Viel Spaß mit eurem Geschenk. What? Geil. Cooler Grind. Ja, nächstes Mal kriegst du ein anderes Geschenk. Ich hätte gerne zum Beispiel, dass keine arbeiten muss an dem Tag. Wunsch Nummer eins. Ich wünsche mir, dass der Bauantrag vom Dachboden angenommen wird und wir da ausbauen können. Ich wünsche mir... Bauantrag vom Dachboden, eine Hubschrauber, eine Seilbahn, eine Geisterbahn. Abends sollen 90er gespielt werden, ein Roller und dass keiner arbeiten muss. Und ein Zirbenschnaps. Hm? Kannst du auch Zirbenschnaps noch? Mhm. Hallo. 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 Gibt's Schnaps? Guck mal, Fee. Hey, gehst du Bock? So, wohl. Bist du nach dem Speiben blind? War zu stark der Gegenwind. Hat ihr gehört? Sauber. Wenn man, sag ich mal, jetzt an Geburtstag denkt, möchte man ja auch mal ein bisschen entspannen. Und dann dachte ich mir vielleicht einfach so ein Glas Weißwein, kleine Käseplatte. Und dann würde ich mich hinsetzen und zugucken, wie Jonas einen Wheelie mit dem Trecker macht. Das fände ich gut. Mhm, verstehe ich komplett. Ja. Und... irgendwie mal nachts im Baumarkt eine Nacht oder so. Wenn jemand den Lichtschalter findet, gerne ausschalten. Jawohl! Okay, Brian muss suchen. Wir haben 20 Sekunden Zeit. Verstecke. Okay, los geht's! Hey, Bro! Mir war's zu langweilig zwischen den Rasenmähern. Was ist los? Du hast mich hier gefunden. Hä, du musst suchen. Wieso ich? Hä, es hieß, wer sucht denn? Du! Nein! Okay, es gab ein Missverständnis. Ich dachte, Brian sucht und Brian dachte, ich such. Wir können erst mal ein paar Kekse essen vielleicht. So, jetzt reicht's, junger Mann. So. Ich mache hier Praktikum. Das ist perfekt. Zu gewinnen ist ein Kasten Bier oder ein Sixpack Bier. Wir suchen. Okay. Auf drei. Okay. Eine. Schraubzwinge! Schraubzwinge! Oh, beide Richtungen richtig, beide richtig. So. Jawohl! Eine Angelpose! Bugelreiniger! Spackschrauben! Kabeltrommel! Warte, warte, warte! Ich kann nicht! Niemand! Hier ist sie irgendwo! Hier ist sie doch irgendwo! Nein! Jawohl! Konrad kommt gleich rein als Kameramann und denkt, dass er mich überrascht mit dem Team. Dabei ist es geswitcht. Wir packen Konrad ein und fahren ihn heimlich zu dem Ort, wo er seine Überraschung bekommt. Oh weh, ich muss hier irgendwie so Ernte helfen oder sowas. Ich hoffe, ich kriege was, wo ich mich voll freue. Was ist das? Oh nee, ey. Nicht euer Ernst jetzt. Ach du Scheiße! Jawohl! Woo! Geil! Es ist wirklich keine einzige Sekunde scheiße. Es ist einfach. Dreh ich mal um. Auch nicht scheiße.
aber ein bisschen nass. Musik? Was knallt? Als Team mal wieder so zusammen eine geile Party oder sowas hier haben. Dass das Klimasan irgendwas macht, was es noch nie gemacht hat. Dass wir alle einen ganz tollen Geburtstag feiern. Vielen Dank. Ich freue mich auf den Geburtstag mit oder ohne Hose. Ja, Mann, hier ist der Krieg. Es gibt dir alles, wenn du mich lässt. Teile alles ohne Rest. Ganz verschätzt ist halt gewonnen. Hau den alten Scheiß in Torn. Würdest, wenn du könntest, aber fühlst dich wie benommen. Es gibt so einen Ort, da gibt's kein Band. Stell dir was für morgen vor, denn scannen. Zünd an und lass es brennen. Zünd an und lass es brennen. Vielleicht das Verrückteste und Fetteste, was mir zumindest passiert ist. Ich freue mich, dass ihr alle Teil dieser Reise seid. Auf die nächsten 5, 10, 15, 20 und so weiter Jahre. Danke, dass es euch gibt. Super. Habt euch lieb. Es gibt so einen Ort, da gibt's kein Band. Stell dir was für morgen vor, denn scannen.